Ja, sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, eigentlich könnte ich mir ja meine Rede jetzt sparen, aber das erspare ich der CSU jetzt nicht und den Freien Wählern erst recht nicht. Ja, seit 1.10. müssen die Schnelltests, die POC-Schnelltests, aber auch die PCR-Tests selbst bezahlt werden. Das widerspricht diesem Versprechen, dass diejenigen, die nicht geimpft werden können, diese Tests auch weiterhin kostenlos erhalten sollen. Leider ist es in diesem Gesetz so oder in dieser Verordnung so nicht vorgesehen. Es ist lediglich der POC-Antigen-Test weiterhin kostenfrei für diese Gruppen. Der PCR-Test, den gibt es dann lediglich noch bei Verdacht auf eine Corona-Infektion. Die Zweifachimpfung, der Genesenenstatus und die Tests sind damit zur Eintrittskarte für das öffentliche Leben geworden. Denn die PCR-Tests sind immer mehr in Bereichen unseres gesellschaftlichen und kulturellen Lebens von großer Relevanz. Beispielsweise in Clubs, Discos oder auch in anderen Veranstaltungen gilt die sogenannte 3G-Plus-Regel. Bedeutet Einlass unter 3G-Regeln plus diesem negativen PCR-Test. Mal ein kleines Beispiel. Stellen Sie sich die junge Frau vor, die in die Disco möchte mit ihren Freundinnen und leider nicht geimpft werden kann, aus welchem Grund auch immer. Bedeutet, sie müsste sich die Kosten für diese Veranstaltung beiseite legen, das heißt so ca. 75 bis 100 Euro für den PCR-Test, und das ist leider für viele Personen in der Form nicht umsetzbar und durchführbar. Was sagen Sie ihr dann? Ja, wir sagen, das kann so nicht sein, und uns interessiert es natürlich schon, was diese Leute für Probleme haben, denn wir Freien Demokraten sind der Meinung, kein Mensch in Bayern darf durch eine Corona-Regel benachteiligt werden. Und angesichts der nicht unerheblichen Kosten für den PCR-Test sind viele impfunfähige Personen seit Montag faktisch von allen Veranstaltungen, Freizeitaktivitäten ausgeschlossen, bei denen verpflichtend oder freiwillig 3G plus gilt. Denn viele Menschen können sich vielleicht noch nicht einmal einen Test pro Monat leisten. Diese unverhältnismäßige Freiheitseinschränkung kommt der Einführung der 2G-Regelung durch die Hintertür gleich. Dies ist absolut inakzeptabel. Die bayerische Staatsregierung muss sich daher auf Bundesebene für die Fortsetzung der kostenlosen PCR-Tests und für impfunfähige Personen einsetzen und bis zur Umsetzung der Kosten im Freistaat diese Kosten übernehmen. Seit Beginn dieser Pandemie gehen Sie in jeder kleinen Sache Ihren eigenen Weg, und hier wäre endlich mal der richtige Weg, den Sie auch gehen sollten. PCR-Tests, und erfreulicherweise gehen Sie den ja auch dann in Ihrem Nachzieher. PCR-Tests sind schließlich als zuverlässigste Verfahren, um eine Infizierung mit dem Coronavirus nachzuweisen. Auf diese Sicherheit müssen sich impfunfähige Personen, die oft einer vulnerablen Gruppe angehören, weiter verlassen können. Unser Antrag behandelt zwar nur einen kleinen Mosaikstein in der ganzen Corona-Politik, verdeutlicht aber, zu welchen Ungerechtigkeiten diese Politik noch immer führt. Unsere Forderung nach einem Freedom Day oder nach der Kostenübernahme aller Testkosten, die möchte ich gar nicht hier fordern, sondern apropos Freedom Day, ich möchte heute den Tag zum Anlass nehmen. Heute ist der 14. Oktober. Und der 11. Oktober, da war doch auch noch was. Ja, genau, die Freien Wähler forderten doch da an diesem Tag einen Freedom Day. Aber ja, so ist es halt, eine große PM, und dann folgt leider nicht sehr viel. Mit unserem Antrag haben wir als konstruktive Service-Opposition zumindest einen Minimalkonsens vorgelegt, der niemand wehtut, aber ein kleiner Schritt in die richtige Richtung wäre. Und mit Ihrem Nachzieher, liebe Regierungskoalition, geben Sie uns ja auch recht. Ich finde es nur ein bisschen traurig, dass Sie nicht einfach unserem Antrag zugestimmt haben, aber der Weg ist das Ziel, und in diesem Zusammenhang hoffe ich trotzdem noch auf Ihre Zustimmung für unseren Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Spitzer. Es liegt eine Zwischenbemerkung vor von Herrn Abgeordneten Raimund Swoboda. Oder war das ein Versehen, Herr Swoboda? Es war ein Versehen. Vielen Dank, Herr Dr. Ja, bitteschön. Ich habe Ihnen gerade das Wort erteilt. Danke sehr. Jetzt erscheint es bei mir auch sichtbar am Mikrofon. Sehr geehrter Dr. Spitzer, Impfunfähige, ja, das kann man unterstützen.